Es war ein Abend voller Genüsse, Inspiration und Unterhaltung. Genussvoll Gutes tun. Das war das Motto der Sternennacht, die am 29. November 2012 im Mercedes-Benz-Forum Fulda stattgefunden hat. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Fuldaer Tafel zugute. Entstanden ist die Idee in den Köpfen von Peter Henkelmann, Stefan Dehler und Michael Schwabe, die zu Beginn des Abends ihre Gäste begrüßten und die beiden Moderatoren vorstellten, die durch den Abend führten. Starknach und Vizepräsident der Eurotox, Alexander Neuburger, mit seinem persönlichen Anwalt und Wingman, und das ist kein Spaß, der eine kann nicht kochen, der andere kann nicht schwatzen, aber zusammen auf der Bühne sind sie super genial. Herzlich willkommen Alexander Neuburger und Markus Hofmann. Und dann wurde es heiß auf der Bühne. Die vier regionalen Spitzenköche Patrick Spieß, Anton Henning, Björn Leist und Benjamin Kehl kochten live vor und mit dem Publikum. Über mit dem Messer an der flachen Seite entlang nach unten. Genau. Vorher noch nie Jakobsmuscheln selber geöffnet, immer nur im Fernsehen gesehen und jetzt eben mal selber probiert. Es ist doch schwerer, als man denkt. Also man braucht so ein bisschen Hebelkraft und wenn man aber den Dreh raus hat, glaube ich, ist es ganz einfach. Eine gute Stunde dauerte die Kochshow, in der die Profis einige Tipps preisgaben. Man das ja immer ganz oft in vielen Restaurants sieht und denkt immer, ach, kein Problem, was ganz Besonderes. Ganz einfach und ganz schnell eigentlich zu Hause gemacht. Dazu braucht man ein bisschen Sahne, das habe ich jetzt hier reingemacht. Die Geschmacksrichtung, wir machen es jetzt mit Apfel und Calvados. Das heißt, ich habe ein bisschen hausgemachtes Apfelmus zugemacht. Etwas Calvados, etwas Zucker natürlich. Und dann das ganz Wichtige ist dazu dann Eigelb. Denn Crème Brûlée ist eigentlich nichts anderes als ein süßer Eierstich, wenn man es genau nimmt. Schaut ihr, dass wir 6 Bier hier hochgekommen? Ist ja super, weil Kochen ohne Bier geht ja gar nicht. Wer Glück hatte, bekam schon während der Show eine Kostprobe und freute sich danach umso mehr auf die restlichen Gänge. Doch alle Gäste sollten an diesem Abend in den Genuss der edlen Speisen kommen. Jeder Koch hatte eine eigene Ausgabestation, an der man sich nach der Kochshow nach Herzenslust an Vor-, Haupt- und Nachspeisen bedienen konnte. Das war eine super tolle Kochshow, hat mich ein bisschen erinnert an Lafer und Markus Lanz, aber es war super schön, vor allen Dingen unsere Nachwuchsköche hier aus Fulda zu sehen. Das hat mich echt begeistert. So können wir, denke ich, heute Abend einen schönen Abend verbringen mit unseren Freunden, können zusammen essen und das ist wirklich eine ganz tolle Atmosphäre und das doch für einen guten Zweck. Schöne Veranstaltung, unkonventionell, das noch nicht erlebt, also wirklich so beim Kochen dabei zu sein, sehr unterschiedliche Köche in der Art und Weise des Zubereitens zu sehen, das ist schön, aber es geht natürlich nicht nur ums Kochen, sondern auch um den guten Zweck, um die Fuldaer Tafel. Etwas Ungewöhnliches, Außergewöhnliches, aber unterm Strich denke ich sehr erfolgreich. Das Konzept des Abends ist voll aufgegangen. Wir haben das erreicht, was wir erreichen wollten, zu zeigen, dass die Region wirklich leistungsstark ist, dass sie wirklich was erreichen kann und dass die Unternehmer zusammen auch was aufstellen können, um auch Hilfe für einen Verein wie die Tafel gut leisten zu können. Dass wir so viele Menschen hier zusammenführen konnten, so viele freiwillige Helfer, so viele Unternehmer in der Region auf lokaler Ebene, die sich hier sehr, sehr stark gemacht haben, die extrem viel Eigenleistung reingegeben haben, um einer guten Sache nachzustehen. Ich bin da total stolz drauf und kann nur sagen, Dankeschön allen Gästen und allen Sponsoren dieser Veranstaltung. Das war ein sensationeller Abend. Dankeschön. Und als kleine Geste des Dankes bekamen alle Gäste und die freiwilligen Helfer eine Rose überreicht. Denn sogar die Servicekräfte, Hotelfachschüler der Eduard-Stieler-Schule, arbeiteten an diesem besonderen Abend unentgeltlich. Und so waren am Schluss alle satt und zufrieden.